Gut, hier ein erstes kurzes Einführungsvideo, wie man mit dem Java-Editor hier oben GUIs programmieren kann. GUI, Kurzform für Graphical User Interface. Das heißt, ich möchte nicht nur einfach ein Programm schreiben, wo ich am Ende dann irgendeine Zahl ausgegeben kriege oder so, sondern ich möchte das hübsch haben mit einer Eingabemaske und dann kriege ich am Ende irgendwas ausgegeben. Und wie das geht mit dem Java-Editor, zumindest auf einer einfachen Basis, das möchte ich hier einmal demonstrieren. Wenn ihr den Java-Editor installiert habt und geöffnet habt, findet ihr das Fenster, so wie es hier jetzt aussieht, da ist erstmal noch nichts da. Und ich möchte jetzt einen sogenannten JFrame erzeugen. JFrame ist sozusagen meine Zeichenoberfläche oder wo ich etwas reinschreiben möchte oder wo ich meine GUI drauf aufbauen möchte. Das mache ich hier oben über Datei neu. Jetzt kann ich auswählen, möchte ich einfach nur irgendwie eine Klasse anlegen oder so. Oder hier Frame, aber das Richtige, was ich haben möchte, ist hier JFrame. Applet ist auch noch ganz witzig, aber das kommt später. Also jetzt erstmal zu JFrame. Jetzt muss ich da irgendwie etwas auswählen. Ich hatte hier schon mal so ein Projekt angefangen, weil da hatte ich nachher einen Stuhl, einen Tisch und eine Leinwand aus diesem Projekt Raumplaner. Weil das soll nachher ausgewählt werden zum Zeichnen, auf die möchte ich zugreifen. Und deshalb müsste ich die natürlich im gleichen Verzeichnis stehen haben. Und ich mache jetzt hier mal die Datei, diesen JFrame, nenne ich jetzt einfach mal Eingabe. Fällt mir gar nichts Besseres ein. So, wenn ich diesen JFrame angelegt habe, habe ich im Wesentlichen drei Fenster. Das eine ist hier so ein bisschen klein, das ziehe ich mir ein bisschen größer. So, ich habe hier meine normale Datei, wo ich meinen Code eingebe. Da ist schon eine ganze Menge jetzt vorgegeben, da gehen wir gleich kurz drauf ein. Dann habe ich hier oben mein Frame-Fenster, wo ich praktisch direkt meine Elemente einfügen kann, einfach per Drag and Drop, ganz einfach. Ich muss das also nicht programmieren mit reinem Code hier, sondern ich kann das gleich hier oben über diese Menüleiste kann ich mir hier verschiedene Buttons auswählen und die kann ich dann hier einfach einfügen und dann wird automatisch hier der passende Code dazu generiert und ich kann über diesen sogenannten Objektinspektor hier, wenn ich hier oben jetzt Elemente eingefügt habe, kann ich die dann auch gleich, kann ich bestimmte Attribute setzen. Aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns erstmal an, was beim Erzeugen des JFrames hier gleich im Code erzeugt wird. Ich habe hier also eine Klasse Eingabe, so wie ich sie genannt habe, und die erweitert jetzt diesen JFrame. Hier oben habe ich meinen Konstruktor und da werden schon mal ein paar gewisse Parameter für den JFrame gesetzt. Also hier die Größe, die kann ich natürlich ändern, das ist jetzt eine Standardgröße hier, die vorgegeben ist. Dann, also hier über die Size wird das gesetzt und es wird dann auch schon ein Container, CP, angelegt, wo ich dann nachher, wie kann man sich vorstellen, wie das Zeichenblatt, auf dem dann gezeichnet wird. Hier kann man auch Layouts wählen, zum Beispiel wenn ich hier, hier bei Layout, zum Beispiel hier vorne ist das Border Layout, wo ich mir mein Zeichenblatt sozusagen schon in verschiedene Teile unterteile und dann wählen kann, in welchen Teil ich etwas zeichnen möchte. Das kommt aber später erst. Hier sage ich jetzt mal, ich möchte kein Layout, ich habe einfach nur ein Zeichenblatt und das teile ich mir dann selber ein. Nachher wird der Konstruktor hier erweitert, wenn ich hier verschiedene Objekte jetzt in meine Zeichenfläche einfüge. Und auf diese Objekte kann ich dann natürlich auch bestimmte Aktionen folgen lassen und das wird nachher in den Methoden automatisch eingeführt. Und am Ende lasse ich dann einfach nur mein Programm ablaufen. Das passiert dann hier unten in der Static Void Main. Das rutsche ich mal ein bisschen runter, weil das kommt erst später und hier werden meine Methoden gleich eingefügt. So, gucken wir mal, was passiert. Ich gehe hier mal auf Swing. Swing 1 und Swing 2, das sind einfach nur verschiedene Elemente, die hier eingefügt wird und AWT hat auch nochmal weitere Optionen dann zur Verfügung. Fangen wir hier mal an mit einem ganz einfachen sogenannten J-Label. Da kann ich hier jetzt einfach über Drag and Drop mir hier so ein Textfeld reinziehen. Und wenn man hier oben ein bisschen aufgepasst hat, der Objektinspektor zeigt jetzt automatisch das in der Zeichenfläche ausgewählte neue Element an.
Und hier kann ich jetzt verschiedene Attribute setzen. Und das, was hier wichtig ist, ist zum Beispiel hier den Text, denn es soll nicht Text stehen, sondern Zeichen, Objekte. So, jetzt kann ich das hier natürlich noch nachträglich verkleinern oder verschieben. So, verkleinern und verschieben. Da möchte ich das haben, irgendwie zentriert. So, jetzt einmal gucken, was hier im Text passiert ist oder im Code passiert ist. Und zwar, wenn man genau mal schaut, also hier sind neue Komponenten hinzugekommen, und zwar hier so ein J-Label, so nennt man diese Textfelder, J-Label. Der hat auch einen Text gekriegt, also man kann auf diese Objekte jetzt verschiedene Methoden ausführen lassen. Und bei dem Editor ist das immer ganz nett, wenn ich hier jetzt hinschreibe, J-Label 1. Oh, dann hat er die Dokumentation nicht, die muss ich erst noch laden. Aber wenn man die dann lädt, hier oben über Konfiguration, wenn ich jetzt hier auf Dokumentation gehe und jetzt hier das Tutorial und das Java-Buch einfach installiere, dann bietet er mir gleich die Methoden an, die ich jetzt auf diesem J-Level anwenden kann. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, könnte gerne machen, ist eigentlich ganz praktisch. Er hat jetzt, wie gesagt, hier so ein J-Label angelegt und fügt den dann auch hier meine Zeichenfläche hinzu. Ja, und ich kann jetzt bisher damit noch nichts machen, weil ich habe auch noch keine Ereignisse definiert und gar nichts. Es ist einfach erstmal noch da und mit diesem Textfeld will ich ja auch gar nichts machen. Ich möchte jetzt zum Beispiel so ein Dropdown-Feld haben, wo ich dann eintragen kann, die Objekte, die er mir zeichnen soll, und ich wähle dann einfach nur aus, was zu zeichnen ist. Dropdown-Feld finde ich hier, da muss man die einzelnen Objekte hier, könnt ihr ja einfach mal ausprobieren, was das tut. Wenn ich jetzt hier so ein Dropdown-Feld habe, dann kann ich mir das hier auch einfach einfügen. So, nicht so ganz zentriert. So, also, wie man sieht hier unten, der Objektinspektor stellt sich immer auf das Objekt ein, was ich da oben auswähle. Und dieses Dropdown-Feld hier heißt Combo-Box. Und wenn man hier guckt, dann ist hier auch gleich so eine Combo-Box als neues Objekt angelegt worden und wird dann auch hier der Zeichenfläche hinzugefügt. So, auch die kann ich jetzt natürlich einstellen über den Objektinspektor. Ich könnte das auch direkt hier im Text einfügen, aber da muss ich, wie gesagt, die Methoden kennen, die ich hier aufrufen muss auf die J-Combo-Box 1, um jetzt zum Beispiel hier Elemente einzufügen. Das geht über den Objektinspektor einfacher, und zwar hier kann ich meine Items einfügen und jetzt kann ich sagen, ich möchte nachher einen Stuhl zeichnen können. Was habe ich denn? Schreibtisch, Tisch oder so. Ich weiß nicht mehr genau, muss gleich mal gucken. Das soll nachher mein Dropdown-Feld sein. So. Und das kann man sich jetzt schon mal angucken. Also ich habe jetzt hier meine Sachen hinzugefügt. Ich habe aber immer noch keine Ereignisse definiert, die ich noch ausführen lassen möchte. Trotzdem kann ich mir hier das schon mal anschauen. So, also ich kann jetzt hier einfach auf diesen Pfeil drücken. Und jetzt startet er mein Programm. Jetzt habe ich hier die Überschrift und jetzt kann ich hier aus dem Dropdown-Feld auswählen, was ich haben möchte. Aber da passiert natürlich noch nichts, weil ich habe noch kein Ereignis auf diesem Feld ausgelöst. Also es gibt jetzt sozusagen, wenn das Programm gestartet ist, kann ich sogenannte Listener-Methoden schreiben, die dann praktisch dieses Objekt beobachten und jedes Mal, wenn hier dann zum Beispiel eine Änderung auftritt, eine bestimmte Aktion ausführen. Dazu gehe ich hier, also das kann ich natürlich wieder hier direkt im Code einfügen, oder ich gehe hier wieder auf meinen Objektinspektor und sage, ich habe hier verschiedene Ereignisse, die möchte ich mir alle mal angucken, die möchte ich auch lesen können. Und jetzt kann ich hier alles Mögliche auf Maus kann das reagieren. Ich möchte jetzt hier, genau, Item State Change heißt es hier hinten. Also wenn der Zustand des Items geändert wird, dann möchte ich, dass da etwas passiert. Und jetzt kann man hier gucken, was im Code passiert ist. Und da ist jetzt eine neue Methode hinzugekommen. Einmal ist hier praktisch so ein Item-Listener
hinzugefügt worden im Konstruktor. Und hier unten wurde mir schon mal so eine Methode vorgegeben mit einem Parameter Event. Und hier kann ich jetzt einfügen, was dann passieren soll. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, also wenn ich hier irgendwo einen Zustand ändere in meinem Auswahltext, dann soll ein Stuhl gezeichnet werden. Stuhl erwartet zwei Parameter, X und Y Position. So, da müsste man sich jetzt in die Klasse Stuhl mal reingucken. Ich möchte das jetzt einfach auf diese extra Leinwand zeichnen. Das heißt, ich muss auf meinem Stuhl die Methode Zeige, die bietet er mir hier auch schon an, Zeige anwenden, damit er auf dieser extra Leinwand gezeichnet wird. Dafür müsste man jetzt dieses Raumplaner-Projekt kennen. Da will ich nicht näher drauf eingehen. Es geht mir nur darum, wie ich jetzt diesen Button praktisch hier mit eine Aktion verbinde. Jetzt lasse ich das nochmal laufen. Jetzt kann ich hier sagen, okay, ich habe hier eine Zustandsänderung und er zeichnet mir in dem Raumplaner diesen Stuhl. Ich habe natürlich hier den Schreibtisch ausgewählt und er zeichnet mir trotzdem den Stuhl. Das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich haben will. Aber das liegt daran, dass ich natürlich jetzt hier zwischen Auswahl wählen müsste, was ich sage, okay, je nachdem welches Item ausgewählt wurde, zeigt mir den Stuhl an. Dazu muss ich jetzt erstmal die Bibliothek einbinden, weil die Methoden, die ich jetzt praktisch auf diese Combo-Box auswählen kann, um mir dann ein Item zu zeigen, das kann ich auch nicht auswendig. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt hier oben über Fenster Konfiguration hier oben vor allen Dingen das manuell installiert ausgewählt und dann downloaden und einfach hier installieren klicken, dann macht er das automatisch und dann wir speichern nicht vergessen. Und jetzt kann ich nämlich zum Beispiel sagen, wenn Box 1 Punkt und jetzt bietet er mir hier alle Methoden an, die er sozusagen auf diese Combo-Box anwenden kann. Und da gibt es auch irgendwo so ein Get-Selected-Item. Und wenn das Selected-Item, wenn das jetzt gleich Stuhl ist, dann soll er nur in dem Fall, soll er jetzt zum Beispiel den Stuhl auch erzeugen. So, mal gucken, ob das funktioniert. So, wenn ich jetzt also hier Tisch auswähle, dann passiert nichts. Und wenn ich Stuhl auswähle, dann malt er mir den Stuhl. So, wunderbar. Das ist also genau das, was ich haben wollte. Und das kann ich jetzt natürlich machen, hier auch wie für Schreibtisch oder sonst irgendetwas. Kann ich das natürlich auch einfügen. Das bereite ich mir eben vor. Moment. So, habe jetzt hier noch ein Objekt von der Klasse Schreibtisch erzeugt, was er mir dann auch zeigen soll, wenn Schreibtisch ausgewählt wurde. Also, wenn ich Tisch auswähle, passiert nichts. Wenn ich Stadttisch auswähle, passiert das. Und wenn ich Stuhl auswähle, passiert das. Genau das, was ich haben wollte. Jetzt kann ich natürlich noch überlegen, das ist ja doof, wenn ich jetzt nochmal Schreibtisch auswähle, dann malt er die immer an der gleichen Stelle, weil ich ja hier immer eine konstante Position angebe. Man könnte sich jetzt überlegen, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte eine X-Position. Also X-Pos abgekürzt. Und dann möchte ich eine Y-Position. Die möchte ich jetzt angeben können, sodass er dann variabel die Elemente erzeugt. Und da muss ich natürlich die Möglichkeit haben, da irgendetwas annehmen zu geben. Das mache ich über solche J-Text-Felder. J-Text Field, hier unten ist es eingeblendet, das ist ein bisschen groß, ein bisschen kleiner.
So, und davon brauche ich jetzt noch ein. Position, Position. So, jetzt kann ich den zum Beispiel im Welt vorgeben. Das kann man sich jetzt natürlich hier noch die X-Position und die Größe und die Weite noch richtig einstellen. Dauert mir jetzt hier zu lange, aber ich kann jetzt hier zum Beispiel etwas vorgeben. Ich setze die mal beide auf 0 vorher, damit auf jeden Fall schon mal ein Wert drin steht. So, und jetzt kann ich das natürlich in meine Abfrage mit einbeziehen, dass ich sage, wenn hier oben jetzt was ausgewählt wird, hole die Zahl, die hier unten steht und erzeuge da an der Position. Das bereite ich auch mal eben vor, das dauert zu lange. So, ich habe jetzt hier einmal zu den JText-Fields rausgesucht, wie die Methode heißt, mit der ich auslesen kann, was hier jetzt gerade reingeschrieben ist. Das ist über die Methode getText. Und da möchte ich ja das auslesen, was da jetzt drin steht. Jetzt muss man hier nochmal gucken in dem JText-Field. Das, was da drin steht, finde ich jetzt gerade nicht. Das, was da drin steht, ist ein String. Das heißt, ich muss aus dem, was da eingegeben wurde, noch ein Integer machen. Und dafür gibt es die Methode Integer. Er soll praktisch den String lesen und den zu einem Integer machen. Ich hoffe, wie heißt das wirklich so? Mal schauen, ob es eine Fehlermeldung kriegt. Also ich würde jetzt praktisch aus dem, was hier eingegeben ist, ein Integer machen, hieraus auch ein Integer und an der Stelle soll jetzt der Stuhl erscheinen. So, das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Schreibtisch mache, der erscheint weiterhin an 2,2, also soll so ein Kachelfeld sein, die Kachel ist ungefähr so groß und der Schreibtisch erscheint jetzt in der zweiten Kachel. Und jetzt möchte ich meinetwegen 4,4, an der Stelle möchte ich den Stuhl entstehen lassen und tatsächlich entsteht hier weiterhin. So, ich denke, das ist ein bisschen klar geworden. Man kann jetzt natürlich hier noch eine ganze Menge mit rumspielen. Am besten probiert ihr die verschiedenen Schaltflächen hier oben aus und probiert dann auch mal aus, indem ihr jetzt hier zum Beispiel, so hatte ich das eben auch gemacht, als ich das Video angehalten habe, ich habe JTextField Punkt eingegeben und dann gibt es ja hier eine ganze Menge Methoden und mit denen kann man auch mal ein bisschen rumspielen, mal gucken, was ich mit dem alles anfangen kann mit diesem Objekt. Gut, falls noch Fragen sind, gerne zu mir.